unseren Glauben aufzubauen, in unserem Glaubensleben vorwärts zu kommen, in eine Tiefe hineinzukommen, wissen wir alle, dass wir immer das Wort Gottes brauchen. Und es ist sehr, sehr gut, dieses Wort Gottes in unserem Leben einzubauen, das Wort Gottes bei uns zu haben, es in uns lebendig zu halten. Und trotzdem ist es meistens so, dass viele Christen daran denken, ach, Bibel lesen, das ist so schwierig. Ein ganzes Kapitel, ach du meine Güte, mir reicht es schon, wenn ich morgens die Losung lese. Oder stille Zeit mit Gott, ich weiß nicht, das dauert so lange und dann fällt mir nichts mehr ein, was ich beten kann. Und es ist mit der stillen Zeit bei mir immer schwierig. Es passt auch nie. Morgens bin ich zu müde, abends bin ich auch zu müde und es ist eigentlich immer schwierig. Eigentlich geht es gar nicht darum, wie viel wir in der Bibel lesen oder was wir alles lesen oder wie viele Kapitel ich schon gelesen habe, sondern Gott geht es viel, viel mehr darum, dass wir ihn suchen, dass wir in seine Gemeinschaft ganz tief einsteigen. Er meint eigentlich die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zum Heiligen Geist ist ganz, ganz wichtig. Wenn du jemanden liebst im Natürlichen, einen Menschen lieb hast, dann kümmerst du dich um diese Beziehung, du lernst ihn kennen. Du weißt, welche Stärken er hat und du suchst dich an diesen Stärken zu orientieren. Und genauso ist es im Grunde genommen bei der Beziehung mit Jesus auch. Er möchte diese Beziehung mit uns haben. In der Bibel kennen wir den Ausdruck, dass wir Gott suchen sollen. Gott suchen, das hört sich manchmal für uns so an, als müsste man sich irgendwie mühsam durch eine schwierige Etappe durchquälen, damit man endlich Gott findet. Aber so ist es gar nicht. In der Bibel finden wir ganz viele Ausdrücke dazu, wo es um das Suchen von Gott geht. Ich lese dir ein paar vor. Du verlässt nicht, Herr, die dich suchen. Oder da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die Gott suchen, denen wird das Herz leben. Glücklich sind, die ihn von ganzem Herzen suchen. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das sind alles Bibelverse, die sich um dieses Suchen Gottes herumranken. Und es bezeichnet immer eine Gemeinschaft mit dem Herrn, immer eine Beziehung, immer etwas, wo er uns nahe kommen möchte, wo er unser Herz verändern möchte, wo es darum geht, dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Meistens denken wir, wir müssten in Aktivität kommen. Aber Gott möchte zuerst, dass wir in seine Gemeinschaft kommen, dass wir ihn hören. Und dann wird er aus diesem Hören, aus der Beziehung zu ihm, uns Aufträge geben. Die schönste Verheißung, die sich auf das Suchen bezieht, die hat Jesus selbst gesagt. Wer sucht, wird finden. Du wirst Gott finden in der Beziehung zu Jesus. Du wirst diese Beziehung finden in dem Herrn. Und ich möchte dich ermutigen, mehr da hineinzugehen, weniger darüber nachzudenken, wie viel muss ich unbedingt lesen, damit ich meine stille Zeit erfüllt habe, sondern ihn von Herzen zu suchen, dein Herz verändern zu lassen in dieser Gemeinschaft mit ihm. Es ist etwas Wichtiges, etwas Bereicherndes, etwas Erfüllendes darin. Und ich weiß, dass Gott mehr für dich hat.